So, immer ein Thema Auswahl, Fotomontage, Ebene und so weiter, habe ich für euch noch eine Übung gedacht, als Alternative an das Auto oder zusätzlich, das könnt ihr entscheiden, und zwar das. Ursprünglich haben wir zwei Dateien, diese Braut und diese Tattoo, die ursprünglich so ist. Ja? Also, was ich gemacht habe, ist einfach ein bisschen wie bei dem Auto, ein bisschen gespielt, dieses Mal auf einer gerasteten, normalen Ebene. Und dann habe ich ein bisschen mit einem Mischmodus Dunkelfarbe gearbeitet. Mein Problem war aber genau das. Und zwar, dass ich wollte, dass das Tattoo geht unter dem Kleid. Ne? Und schauen wir, wie ich das gemacht habe. Ich versuche mal, vielleicht war nur Glück, ich versuche mal vom Anfang an wieder zu machen. Deswegen öffne ich das erste Bild. Gut, das zweite Bild ist diese Tribal-Tattoo. Nee, das ist für eine andere Übung. Ist diese. Ja, das sollte schon in Illustrator geöffnet sein. Nein, ist es nicht. So, öffnen wir diese App in Illustrator. Ja, er hat mir etwas gefragt. Gut, schön. Das habe ich bei FreePick.com genommen. Ich nehme den Hintergrund weg, das brauchen wir nicht. Und dieses Mal, anstatt speichern und platzieren, machen wir Copy und Paste. So, mit der schwarzen Pfeile von Illustrator wähle ich das Ganze aus. Bearbeiten, kopieren. Und dann in Photoshop bearbeiten, einfügen. Wird mir gefragt, ob ich ein Smart-Objekt oder ein Pixel oder ein Pfad auch eventuell. Sagen wir so, da ich schon weiß, dass ich mehr mit Transformationen arbeiten möchte, dann importiere ich die Pixel dieses Mal. Gut, ziemlich groß. Wir wissen, wir können noch reduzieren. Reduzieren nicht so wenig, nicht so viel, ungefähr wie ich dann das anwenden möchte. Ich möchte gerne, dass diese hier geht. Okay. Ja, konnte gehen. Bestätigt. Passt auch ziemlich gut, aber ich kann schon mit dem Mischmodus in der Ebenenpalette ein bisschen schauen, ob etwas besser gibt. Es gibt schöne, zufällige Ergebnisse. Da könnt ihr spielen, wie ihr wollt. Das ist sowieso Unrealität. Das Licht ist auch nicht schlecht. Aber ich wollte abdunkeln, damit die Farbe noch dunkel bleibt. Dunkel und normal ist eigentlich kein großer Unterschied. Machen wir abdunkeln. Gut. Und danach mit Bearbeiten, Transformieren, Verformen, habe ich ein bisschen gespielt, da habe ich so gemacht, hier ist besser als mit dem Auto, weil hier folgen wir eine organische Form und nicht ein Stück Metall. Ja. Passt sich besser an, man kann auch von drin nehmen. Olle. Man kann hier oben die Optionsleiste, weil es war mir ein bisschen seltsam, dass hier nichts zu sehen ist, die Aufteilung sehen und Punkte hinzufügen. Kann man noch einen? Ja, aber ich brauche nur so. Ja, gut, weil ich will ein bisschen die Wirbelsäule. Für jeden Punkt gibt es wie im Illustrator diese Griffe. Jetzt konzentrieren wir uns an den Bereich, der danach eigentlich zu sehen wird. Ja? So, hier ist egal, wie das aussieht, ungefähr. Okay. Bisschen die Form der
So. Ich versuche mal die Linie der Körper. Ja, stimmt nicht, aber ungefähr, ungefähr. Jetzt, dass vier Punkte hinzugefügt haben, ist noch schlimmer. Gut, aber wie gesagt, es ist so bekannt, dass ich nicht so gut bin, in Sachen mit Augen zu machen. Ich bestätige. So schlecht ist auch nicht. Mit dem Palette-Protokoll können wir sehen. Tag. Ist das schon gut? Dann. Naja. Gut, dann. Ich möchte gerne unter der. Dass diese versteckt werden, aber in einer dezenten Art und Weise. Deswegen habe ich gedacht, man könnte probieren, mit der Auswahl Farbebereiche der Weiße zu nehmen und auf der Basis von dieser Auswahl eine Maske für diese Ebene zu erstellen. Schauen wir mal, wir probieren einfach. Ich wähle die Ebene aus, von denen ich die Pixel, den Farbebereich nehmen möchte. Es kann sein, dass diese Tattoo ein Problem wird, deswegen mache ich momentan einfach weg. Ich brauche sowieso nicht. Dann, unter Menüauswahl, Farbebereich. Ich werde mit meiner Pipette auf den Bereich, wo weiß ist, klicken. Man sieht schon, ich kann mit Toleranz, ich habe lokalisierte Farbgruppe weggenommen, weil ich möchte gerne für das ganze Bild, obwohl, wäre nicht schlecht. Ja, wir können auch lokalisierte Farbgruppe nehmen, damit wir nur in diesem Bereich Pixel nehmen, nicht unbedingt hier. Das Problem ist, dass, wie man sieht hier in dieser Vorschau, wir haben keine schwarze, wir haben eine graue hier, so werden Pixel auch hier genommen, die wir dann nachträglich wegnehmen müssen. Ich könnte mit Toleranz ein bisschen niedriger Wert machen, damit ich nur die weiße Pixel nehme. So, ist nicht so schlimm. Ja, so schlimm ist das nicht. Mir ist wichtig, diese Teile sind, seht ihr? Genau. Und sieht ziemlich gut aus. Okay, ich habe jetzt den Bereich ein bisschen größer gemacht, damit auch hier genommen wird. Aber schauen wir mal. Mit dem Farbebereich ist es ein bisschen wie wenn man mit dem Zauberstab arbeitet. Aber man hat ein bisschen mehr Kontrolle. Deswegen gebe ich auch erstmal. Wurde eine Auswahl gemacht. Diese Auswahl werde ich jetzt für diese Ebene benutzen. Und auf den wenn diese Ebene ausgewählt ist und die Auswahl aktiv ist, kann ich auf der Button-Maske unten bei der Ebene. Dann wird eine Maske gemacht auf der Basis von meiner Auswahl. Die Auswahl hat nun die weißen Teile genommen. Das heißt, dass in diesem Moment sehe ich von dieser Ebene nur die Teile, die ich ausgewählt habe. Ich will aber umgekehrt haben, deswegen diese Ebene mit der Maske ausgewählt, man sieht hier von dieser Markierung, sehe ich unter Bild Korrekturen einfach umkehren. Das heißt, was weiß ist, wird schwarz, was schwarz ist, wird weiß. Das heißt auch, was ausgewählt ist und sichtbar, wird maskiert und unsichtbar und umgekehrt. Voilà. So, mir gefällt ziemlich gut das Ergebnis, weil in meiner Auswahl wurden berücksichtigt auch einige Linien hier. Ich kann entscheiden, ob das zu viel ist, aber hier ist das Effekt zum Beispiel nicht so schlecht. Wo hier zum Beispiel das Effekt nicht so gut ist, ich kann die Maske mit dem Pinsel, Pinsel ist ein bisschen zu groß, noch bearbeiten, lokal bearbeiten. Schwarz bedeutet Maske, deswegen maskiere ich diese Detail hier. Man muss nicht unbedingt mit dem Schwarz arbeiten. Man kann sagen, okay, das ist okay hier, aber es ist ein bisschen zu sichtbar. Oder auch hier ist ein bisschen zu sichtbar. Anstatt Schwarz können wir auch ein Grau nehmen, ein Dunkelgrau. Das heißt, wenn wir jetzt malen, es ist nicht alles weg.
sondern nur ein Teil. Natürlich, jetzt habe ich es ein bisschen zu groß, aber das ist, was ich meinte. Mein Pinsel ist zu groß. So, wieder ein Grau. Ja, für diese Bereiche. Moment, 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 Moment. Geduld, mein Pinsel ist zu stark. Zu groß. Es gibt noch eine kleine Flecke hier, aber man sieht schon besser. Schauen wir mal. Ja, hier ist super das Ergebnis. Ne? Das ist wirklich, das untergegangen ist. Hier ist nicht so super, weil die Auswahl war vielleicht nicht so bedeckend. Deswegen in diesem Fall kann ich meinen Pinsel ein bisschen größer machen. Ja, und wir maskieren mit einem Schwarz 100% auf jeden Fall. Diese, das muss nicht sein. Ich male mit Schwarz und das ist alles weg. So, fertig. Ihr könnt, fertig, dann habe ich mich erinnert, was, Entschuldigung, ihr könnt mit diesem Mann probieren oder mit der Frau noch probieren und ihr findet bei meiner Datei diese Tattoo oder diese andere Tattoo, das könnt ihr entscheiden, dass ihr nehmen wollt oder eine andere Tattoo, die ihr sucht oder eine andere Person, die ihr sucht, ihr könnt mit eurem Foto machen, was immer ihr wollt, aber ungefähr dieser Effekt wäre nicht schlecht zu reproduzieren. So, ciao, ciao!